Wiebke Arps ist Elektrotechnikerin und mit ihrer Firma TechWest konzipiert und realisiert sie MINT-Projekte für Kinder und Jugendliche. Und in ihrem Vortrag wird sie uns jetzt davon berichten, wie sie Technikgeschichte als Toolbox für MINT-Projekte nutzt. Frau Arps, ich gebe das Wort an Sie. Ja, herzlichen Dank, Frau Fenn. Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Jetzt versuche ich, meinen Bildschirm hier freizugeben. Prima, herzlichen Dank. Gerne. Gut, das ist einfach hier der Titel. Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Bei mir geht es also ein Spotlight in die Praxis hinein. Und ich möchte Ihnen einfach einen Erfahrungsbericht aus meiner Arbeit geben. Und ich mache ja, wie Frau Fenn schon gesagt hat, seit 20 Jahren Unterrichtskonzepte für MINT-Lernen, also im Wesentlichen Naturwissenschaft und Technik. Und habe einfach das ganz andere Thema, wie kriege ich Jugendliche, also junge Jugendliche, vor der Pubertät meistens angesprochen mit diesen Themen. Und da hat sich bei mir gezeigt, dass genau die Technikgeschichte sich sehr gut eignet. Und das möchte ich Ihnen einfach hier vorstellen. Soll ich das nächste Bild bitte? Ja, haben wir ein kleines Problem. Ich, Da doch, ist es, ja. jetzt geht es. Da geht Gut. es, genau. Das, was mich antreibt bei dieser ganzen Sache, das ist jetzt allgemein und nicht nur auf die Technikgeschichte bezogen. Ich möchte vor allem MINT-Begeisterung, also Interesse für Naturwissenschaft und Technik, an Kinder weitergeben. Das ist mir ganz wichtig. Und ich ziele auf die klassischen Grundlagen von Technik ab. Ich komme ja aus dem Ingenieurwesen, also möchte ich klassische Ingenieurelemente vermitteln. Und vor allem möchte ich, dass Kinder und Jugendliche wieder selber etwas machen, selber tüfteln und Spaß am Selbstentwickeln bekommen. Das ist meine Mission. Vielleicht nächstes Bild. Und jetzt sehen Sie meine spezielle Herausforderung. Das klang auch in dem Vortrag von den Herrn Ringhand und Herrn Neuwald an, dass ich schauen muss, wie schaffe ich es denn, in Konkurrenz zur Schule, die jetzt zunehmend ganztägig ist, und zu attraktiven anderen Freizeitangeboten, mein Lernangebot an die Kinder zu bringen. Und wir müssen ja sehen, mein MINT-Angebot ist ein Lernangebot. Letztendlich sollen die Jugendlichen etwas lernen. Es ist kostenpflichtig, weil ich in der Regel meine Angebote auf Kongressen oder eben an der Volksschule anbiete und damit die Teilnehmer einen Beitrag zahlen müssen und es ist in der Freizeit der Jugendlichen. So, und da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass das nur gut klappt, wenn ich ein absolut attraktives Thema auswähle. Und ich muss wir hatten es vorhin gehört, Technikgeschichte muss die Realität aufgreifen und das versuche ich auch. Ich versuche die Realität der Jugendlichen anzusprechen und deren Bedürfnisse aufzunehmen und habe gefunden, das geht gut, wenn ich funktionsfähige Technik mit denen zusammen mache, aber in einer To-Go-Form, also möglichst kompakt überschaubar und vor allem als Light-Version, die Sie eben selber aufbauen können. Das ist sozusagen meine Quintessenz. Und das nächste Bild bitte. Und dann kommen wir zu der Frage, ist es möglich, mit Technikgeschichte genau diese Ansprüche zu erfüllen? Und jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, das Thema soll attraktiv sein und es müssen coole Effekte hervorkommen. Da habe ich oft Befragungen gemacht mit den Jugendlichen. Da heißt es, es muss sich bewegen, tolle Lichteffekte oder es muss ein Motor drin sein. So, das sind die Ansprüche. Und da kommt man ganz schnell, dass ich sage, ich brauche ein Funktionsmodell, was ich aufbaue. Ich will ja auch selber machen lassen. Und dann kommt hinzu, das Ganze muss ja verständlich sein, es muss kompakt, zeitlich kompakt sein und es soll, ich möchte eine Lupenbrennpunktfunktion auf einzelne Technikgrundlagen setzen und es soll vor allem machbar sein, ohne dass man ein Speziallabor braucht, sondern ich möchte, dass die Jugendlichen das selbst in ihrem Kinderzimmer oder eben in einem Raum bei der VHS machen können, ohne großen Werkzeugspezialsatz. Und deswegen brauche ich von dem Funktionsmodell eine vereinfachte Light-Version. Und jetzt kommt das Wesentliche. Jetzt ist doch die Frage, kann ich jetzt also die Technikgeschichte als Toolbox für dieses MINT-Lernen, was ich ja machen möchte, benutzen? Und da ist es ja gerade so, dass ich feststelle, die Technikgeschichte, also oder historische Technik, das ist ja die MINT-Grundlage. Das sind ja die klassischen Formeln und Gesetze, die ich gerade vermitteln möchte und die sozusagen dem schulischen Wissen zu MINT entsprechen.
Also ist es genau super, wenn ich Modelle aus der Technikgeschichte auswähle, um mein Anliegen herüberzubringen. Bitte das nächste Bild. Und jetzt komme ich zu meinem ersten Praxisbeispiel. Ich habe jetzt mal die Strahlenoptik ausgewählt. Wir sehen hier die Laterna Magica, wird jeder kennen, also im Grunde der Vorläufer unseres DIA-Gerätes, Projektionsgerät, auch Zauberlaterne genannt, geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Erfinder schreitet mal so ein bisschen drum, Christian Huygens oder Athanasius Kircher, schon 1671 beschrieben. Und es macht nichts anderes, als dass wir ein auf Glas gemaltes Bild kopfstehend auf eine Wand projizieren. Und witzigerweise ist natürlich damals noch eine Kerze oder Öllampe im Innern dieses Gehäuses. Und wir setzen hier eine Linse ein und die Bildschärfe ist einstellbar. So ein ganz einfaches Prinzip. Wir haben also hier, wir greifen auf die klassische Strahlenoptik zurück und wir haben einfache Abbildungsgesetze. Das ist schon alles. Nächstes Bild bitte. Und hier sehen Sie, wie ich das jetzt umsetze mit den Jugendlichen. Wir hatten gesagt, wir brauchen ein attraktives Thema. Und da greife ich auf die Realität der Jugendlichen zurück und sage, wir machen einen Do-it-yourself-Beamer. Weil ich weiß, das ist heute aktuell, das wollen die machen. Und ich möchte die Grundlagen dazu vermitteln. Und ich nehme als Vorbild Technikgeschichte, nämlich diese Laterna Magica. Und hier sehen Sie im linken Bild, das ist mein Modell, die Light-Version, zusammengeschustert, sage ich mal, aus Holz und Karton. Und hier vorne ist sogar einfach gerolltes Papier mit Klebelaschen zusammengeklebt. Ein Drehschalter für die Elektrik, selbst gebaut. Und rechts im Bild sehen Sie das Resultat, den Buchstaben A, einfach mit Filzmaler aufgemalt und in 2 Meter Abstand zur Wand eine 10-fache Vergrößerung. Und wie ich finde, ist das Bild relativ scharf geworden. Nächstes Bild bitte. So, und jetzt möchte ich Ihnen kurz die Konstruktionselemente aufzeigen und wo die Unterschiede sind zwischen dem aktuellen Leitmodell und vielleicht dem historischen Vorbild. Da sehen wir eben, wir machen uns das Leben leicht. Fange ich mal mit der Lichtquelle an. Damals musste ich halt auf das offene Feuer zurückgreifen, Kerze, Öllampe. Und jetzt machen wir das Leben uns leicht mit einer superhellen LED und 3 Volt und Batteriebetrieb. Dadurch ist es möglich, dass wir natürlich beim Gehäuse ganz einfach diese Light-Version verwirklichen können, indem wir einfach Sperrholz nehmen, Leichtbauweise und Karton womöglich und das Ganze einfach verkleben. Schornstein fällt sowieso weg. Und bei der Lichtausbeute, da gehe ich genauso vor wie das technische Vorbild. Ich benutze einen Hohlspiegel, nur mache ich den jetzt nicht kompliziert aus Glas und aus hochwertigen Materialien, sondern aus einfachen Zukaufteilen, nämlich eine Spiegelfolie. Und die entwerfe ich erst in der Fläche nach geometrischem Entwurf und klebe sie dann entsprechend zusammen und setze das dann hinter die LED ein. Und genauso geht es bei der Sammellinse. Da benutze ich natürlich keine aufwendige Glaslinse, sondern kaufe eine günstige Kunststofflinse zu und habe da ganz einfaches Spiel. Und ein kleiner Gimmick vielleicht, die Scharfstellung dieser beweglichen Linse, Sie haben das vorhin im Bild gesehen, die sind einfach die verschiebbaren Papierrollen, die ineinander greifen und es ist einfach A4-Papier mit Klebestift aufgerollt, passend zueinander, so dass das entsprechenden Halt hat. Und das ist wirklich eine sehr kostengünstige und interessante Methode, so etwas zu gestalten. Und vorne wird einfach die Linse eingeklebt. Und statt eines aufwendigen Glasträgers benutzen wir einfach Overhead-Folie und Fasermaler. Ja, und was ich vermitteln wollte, war ja die MINT-Kompetenzen. Und da sehen wir schon, das ist ganz klar, dass ich das rüberbringen kann. Ich bediene mich an den Erkenntnissen aus der Historie. Ich muss aber trotzdem heute geometrische Konstruktion haben von den Gehäuseabmessungen. Ich benutze die Gesetze der Strahlenoptik, wenn ich das scharf abbilden möchte. Deswegen muss ja vorne die Objektivröhre beweglich sein. Und ich greife auf ganz einfache historische Konzepte zurück. So, damit ist mein Anliegen umgesetzt worden. Nächstes Bild bitte. Genau, und hier haben wir die konstruktiven Details von diesem Beamer. Hier sehen wir nochmal links im Bild, wie eben diese Schärfeneinstellung erfolgt. Wir sehen hier ganz deutlich, dass es einfach zusammengeklebtes A4-Papier ist. Vorne mit Heißkleber die Plastiklinse
schweißt. Und dieses Rohr ist einfach mit Klebelaschen an das Holzgehäuse drangeklebt. Also die einfachste mögliche Aufbau. Ja, und rechts im Bild sehen Sie diesen Parabolspiegel, ja, zusammengeklebt und gefaltet aus der Spiegelfolie. Und in der Mitte sehen Sie die helle LED. Und zum elektrischen Anschluss hin wird das Ganze hinten in eine Kartonscheibe reingesteckt, damit ich dann von hinten auf die Schrauben den elektrischen Kontakt aufstecken kann. Nächstes Bild bitte. So, das sehen wir nochmal im linken Bild, diesen Lichttubus von hinten. Hallo? Den Tubus mit den Anstücken hinten und die Klebelaschen und rechts den Drehschalter. Selbst gebaut. Und ich sehe gerade, haben wir irgendwie ein Zeitproblem oder sonst bitte nächstes Bild? Machen Sie erstmal so weiter, ja. Genau, sonst ich hätte noch jetzt ein zweites Beispiel, das ich Ihnen kurz vorstellen könnte. Das ist das Praxinoskop. Das ist also auch ein optisches Beispiel. Will ich hier kurz halten, das kennt vielleicht jeder. Es ist im Grunde die erste Darstellung von Bewegtbildern nach Emile Reynaud, schon 1877. Und ist im Grunde die Darstellung von verschiedenen Phasen von gemalten Bildern mit einer Bewegung. Und durch geschickte Reflexion an den Spiegeln hat man den Eindruck, dass man einen Film sieht. Einfach gesagt. Und auch hier greifen wir einfach auf die Strahlenoptik und auf die Reflexionsgesetze zurück. Und vielleicht noch einfach, nächstes Bild bitte, meine Umsetzung. Nochmal wichtig ist, Ansprechung der Jugendlichen mit dem attraktiven Thema. Ich nenne es einfach Do-it-yourself-Heimkino, ne, dass sie das Gefühl haben, sie machen selber etwas. Und linkes Bild zeigt meinen sehr rustikalen Aufbau. Wir haben einfach ein paar Holzteile, Kunststoff, Stift, Zahnräder und Karton als Sichtfenster. Rechts sehen Sie, was dabei herauskommt, nämlich die Seeeindrücke. Einmal mit Beleuchtung, einmal ohne. Ist ganz nett von dem galoppierenden Pferd. Nächstes Bild bitte. Und hier vielleicht nochmal, gut, die Konstruktionselemente. Auch wieder die LED statt der Kerze als Beleuchtung. Und hier der Zylinder, der wird nicht aufwendig aus Metall gestaltet, sondern ist einfach eine Kartonscheibe mit Schlitzen. Und wichtig, Getriebe und Gehäuse aus Holz, einfachste Lagerung mit Ringschrauben und die Holzwelle und mit der Handkurbel und dieses Stiftzahngetriebe. Wiederum als Spiegelsystem kommt einfach die Spiegelfolie zum Einsatz und die MINT-Kompetenzen, klar, kann ich umsetzen. Ich muss das Ganze optisch korrekt umsetzen und bei dem Getriebe muss ich ja genau die Geschwindigkeit berechnen. Wie schnell soll sich das Ding drehen? Da kommt die Trägheit des Auges ins Spiel. Das muss ich ausrechnen, die entsprechenden Zahnräder auswählen. Insofern wird auf jeden Fall MINT dabei vermittelt. Danke, nächstes Bild bitte. Und hier haben wir nochmal die konstruktiven Details. Das ist einmal links der innere Aufbau. Das sehen Sie, die Bildphasen und die Spiegel, einfach aus der Spiegelfolie. Wie ich hier die Bilder einstecke. Und rechts sehen Sie die Holzwelle, wie sie einfachst, auf einfachste Weise gelagert ist mit der Handkurbel. Und ne, das ist ja, die Light-Version pur. Aber eben, man muss trotzdem denken, welche Übersetzungsfälle man dort einsetzt und kann dort hin vermitteln. Nächstes Bild bitte. Und hier nochmal die Sichtfenster oben abgewinkelt, damit man optimal auf diese Spiegelanordnung schauen kann, mit einer Lupe drin und der Kartondrehschalter auch selber gebaut und mit Beleuchtung. Auf der rechten Seite sehen Sie das Bild von innen und mit Stromversorgung. So, jetzt noch zum Fazit. Ich denke, dass einfache Leitversionen, Funktionsmodelle nach technischem, historischem Vorbild attraktiv sein können und die Jugendlichen erfahren zum ersten Mal, dass sie selbst etwas machen können, weil es eben kompakt ist, es ist machbar, es ist kostengünstig und ohne großes Werkzeug. Und auf jeden Fall lerne ich auch, dass ich das noch ausbauen kann, weil alles natürlich ein bisschen wackelig ist und vielleicht in der Funktion nicht so präzise ist. Und ich kann auf jeden Fall praktisches MINT-Wissen vermitteln, das haben wir gesehen. Und daher finde ich das optimal, das in solchen Kursen anzubieten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das sind noch meine Quellen und alles gut. Danke.
Ja, auch Ihnen ganz herzlichen Dank, Frau Arps, für diese schönen Beispiele aus Ihrer Praxis. Ich weiß nicht, ob es im Chat jetzt schon konkrete Fragen zu dem Vortrag gibt, Rüdiger. Nein, es gibt nur positive Anmerkungen. Also das eine sagt, toller, reizvoller, interdisziplinärer Ansatz und vor allen Dingen mit eigenständigem handwerklichen Tun das Verständnis fördern. Es erinnert so ein bisschen an alten Physikunterricht. Dann gibt es eine Anmerkung, medizinhistorisch wäre anzumerken, dass Lernen über den Tastsinn eben genauso effektiv ist. Ja, und dann ist eben die Frage, ob in den Workshops auch eine Diskussion zu dem historischen Kontext stattfindet. Also quasi die Auseinandersetzung alt-neu. Soll ich da jetzt drauf antworten? Genau. Achso, ja, das ist, wie gesagt, durch Corona konnte ich leider das jetzt noch, also diese speziellen Modelle nicht umsetzen, weil, wie gesagt, die Kurse ausfielen. Aber ich habe schon viele solche anderen Modelle aufgebaut, die nicht direkt auf Technikhistorie zurückgehen. Aber wenn man dieses Modell einführt und beschreibt, was wir aufbauen wollen und so weiter, würde natürlich bei diesen Modellen die Möglichkeit bestehen, den Kindern zu sagen, ne, das hat schon der und der vor ein paar hundert Jahren sich ausgedacht. Und natürlich kann man dann auch den Namen von diesen entsprechenden Persönlichkeiten nennen und das Ganze einbetten. Das würde ich auf jeden Fall tun. Und in dem Moment, wo die Jugendlichen da eben Freude dran haben, zu sehen, ich will da was aufbauen, nehmen sie so etwas ja auch auf. Ja, wer sich das schon mal als erstes ausgedacht hat, dann sagen, ich, aus der Erfahrung würde ich sagen, die sagen, oh, das ist ja voll cool oder sowas in der Richtung. Oh, jetzt gibt es hier doch einige Fragen. Also der eine Verweis ist mehr, Nachbau alter Instrumente ist sicherlich auch ein schönes Modell, was man auch an Schulen erfolgreich schon gemacht hat. Aber die Frage ist, konkret, welches Herkunftsspektrum an Jugendlichen erreichen Sie? Ja. Wie ist das, eine Sekunde, wie ist das vor allen Dingen bei Mädchen? Da ist die Erfahrung, dass die vor allen Dingen interessiert sind, wenn Eltern auch aus einem Ingenieur- oder Physiker-Hintergrund kommen. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist leider ganz traurig. Wie gesagt, das Thema ist, ist es ein kostenpflichtiges Angebot? Daher kommen immer nur die Leute, also die sich sowieso schon ein bisschen für solche Sachen interessieren, die von zu Hause ein bisschen gefördert werden. Das heißt, die schwächeren Schichten bei den Jungs auch sind weniger vertreten. Und bei den Mädchen ist es so, das ist dann reizvoll, wenn auch kreatives Gestalten dabei ist. Ja, dann sind immer Mädchen dabei, wenn es auch was zu malen gibt. Oder wie gesagt, jetzt wegen Corona ist das jetzt mit der Optik zum Beispiel, hat das nicht stattgefunden in Wirklichkeit. Aber da hätte ich mir Mädchen vorstellen können. Aber wenn es zum Beispiel um Bewegungsmodelle geht, ja, mit Motoren und so weiter, kommen in der Regel nur Jungs. Das ist leider so. Ja, eine weitere Frage, die hier im Chat auch gestellt wurde, ist, ob auch über den Materialeinsatz ja, nachgedacht wird, also gerade auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Selbstverständlich, das ist ein großes Thema. Ich versuche ja immer, kostengünstige Materialien zu nehmen, vor allem Materialien, die in jedem Haushalt vorhanden sind. Insofern würde ich zum Beispiel, wie jetzt hier die Overhead-Folie, da nimmt man möglicherweise einfach die Klarsichtfolie einer Käsepackung. Ja, oder nimmt Abfälle, Recyclingabfälle aus dem Haus, man nimmt PET-Flaschen. Diese ganzen Dinge versuche ich immer einzusetzen, damit man möglichst wenig Zukaufmaterialien hat. Das ist genau mein Ansatz, dass ich eben sage, ich möchte nicht, dass das Speziallabor zum Einsatz kommen muss, sondern es soll jeder am Regennachmittag, wenn er Langeweile hat, zu Hause mit dem haushaltsüblichen Materialien etwas machen können. Ja, dann habe ich vielleicht mal eine Frage. Sie sagten, dass wegen Corona die Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Wie ist das denn normalerweise geplant, wenn Sie sagen, die Kinder basteln bei einem Regennachmittag zu Hause? Ist das, haben Sie immer eine quasi eine Nein, das war jetzt nur meine Anleitungsworkshop oder macht man doch gemeinsam die Veranstaltung?
Nein, nein, die Veranstaltungen sind gemeinsam, aber ich habe, also aus der langjährigen Erfahrung weiß ich, dass die Kinder dann diese Modelle, die sind ja auch Stammkunden häufig, dass die das zu Hause weiterbasteln und dann gehen die Sachen auch kaputt. Das heißt, die nehmen sich das wieder vor, da wird dran repariert, also ne, die beschäftigen sich damit. Das heißt, das sind einmal Veranstaltungen oder auch ein Doppeltermin an einem Wochenende, wo ich das mit denen zusammen aufbaue und erkläre, dass sie es eben verstanden haben. Das ist mir ganz wichtig, dass sie wissen, was sie tun. Und dann arbeiten sie selbstständig, ohne dass ich davon etwas mitbekomme, zu Hause mit diesen Modellen weiter. Und beim nächsten Termin, wenn man dann was anderes macht, bringen die schon mal die Sachen wieder mit und sagen, ah, da ist doch das kaputt gegangen, was ist denn da schiefgelaufen und fragen auch schon mal. Fein, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich die Session, oder? Kommt noch was? Nein? Nein, nee, nicht wirklich. Also es gibt Hinweise auf andere Veranstaltungsformate in diversen Bezirksvereinen. Also Mädchen machen Technik in einer Veranstaltung in München oder Next Generation Lab des Technischen Museums Wien. Also es gibt durchaus ähnliche Ansätze, aber ich fand das sehr erfrischend. Tack. Prima, ja. Dann würde ich diese Session an dieser Stelle beenden und mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei den drei Vortragenden für ihre interessanten Berichte und auch bei allen, die im Chat mit Fragen und Anmerkungen sich eingebracht haben.